Kollege Lindt, SPD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Anträge offenbaren die 10 Gebote des gemeinen AfDlers. Erstens, der gemeine AfDler hat Angst vor Sprache, weil Sprache mit der Zeit geht und die Gesellschaft abbildet. Zweitens, der gemeine AfDler hat Angst vor der Frau, ganz grundsätzlich, und zudem, weil die Frau mit der Zeit geht und die Gesellschaft abbildet. Drittens, der gemeine AfDler begreift das sprachliche Patriarchat, Zitat, als Resultat eines organischen, konsensualen Prozesses, mit dem auch Frauen zufrieden waren. Zitat Ende. Viertens. Der gemeine AfDler ist aber nicht damit zufrieden, dass Frauen heutzutage nicht mehr zufrieden sind. Fünftens. Der gemeine AfDler hat offensichtlich Probleme mit seiner Maskulinität. Deshalb betont er sie umso mehr. Und der gemeine AfDler ist geradezu manisch besessen von der Frau und der Frage der Gleichstellung. Fünftens. Der gemeine AfDler ist stolz auf die Leistungsbilanz der männlich dominierten Gesellschaft. Aus Genoziden, Femiziden, Gewalt, Krieg, Ausbeutung von Arbeitskraft und natürlichen Ressourcen. Siebtens. Der gemeine AfDler beschwört gerne die reine, generisch maskuline Sprache, eine Sprache, die es nie gegeben hat, weder im Kaiserreich noch zu Goethes Zeiten noch vor dem Urknall. Achtens. Der gemeine AfDler fürchtet, ich zitiere, die unnatürliche Verunstaltung der deutschen Sprache. Das ist so, denn der gemeine AfDler spricht nämlich gerne von sich selbst. Neuntens. Der gemeine AfDler macht Teilzeit. Er ist nämlich genau dann und nur dann für Frauenrechte, wenn zum Halali geblasen wird, gegen Flüchtlinge, Muslime und Araber. Zehntens. Der gemeine AfDler nutzt das Thema Gendersprache, um Anschlussfähigkeit zu schaffen in den Mainstream. Die Mittel sind innerer Schweinehund, sind Stammtisch und Populismus. Und im Zuge dessen versucht er, eine Bresche zu schlagen in die Phalanx der demokratischen Parteien. Dieser Versuch ist leider zum Teil erfolgreich, muss ich abschließend feststellen. Es ist völlig legitim, wenn man fair über Gendersprache debattiert. Und es ist einer demokratischen Partei an und für sich auch nicht vorzuwerfen, wenn die AfD mit ihr stimmt. Wenn aber die CDU-Fraktion Thüringen in einem Antrag gegen Gendern im Parlament und in der Regierung wohlwissend um die rechtspopulistisch-rechtsextremistische Aufladung und Instrumentalisierung dieses Themas diesen Antrag stellt und nur eine Mehrheit gewinnen kann und gewonnen hat mit Hilfe der Stimmen der AfD, dann gilt die Unschuldsvermutung nicht mehr. Dann können Sie sich nicht auf diese Unschuld berufen. Und das gilt erst recht nicht. Erst recht nicht, wenn dafür die Stimmen der AfD Björn Höckes eingepreist werden. Worin das mündet, das sehen wir leider zum Beispiel im Kreistag Bautzen bei gemeinsamen Stimmverhalten gegen Integrationsleistungen für vollziehbare Ausreisepflichtige. Also stelle ich fest, wenn man das tut, wenn man genau das tut, macht man sich leider zum Dienstleister des besagten genehmen AfDlers und man ebnet den genannten 10 Geboten dieses AfDlers den Weg in den Mainstream. Das aber machen wir als Koalition nicht mit. Vielen Dank. Herr Glücke-Grundel, Sie können sich wieder setzen. Also Standing Ovation ist in dieser Tageszeit. Ich finde es schön, wir sind alle wieder aufgewacht. Der nächste Redner ist der